Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich, dass ich heute hier stehen kann und wir heute einen Entwurf für einen Koalitionsvertrag diskutieren und hoffentlich Zustimmung dafür bekommen, ganz breit hier von euch allen. Ich finde auch, dieser Koalitionsvertrag hat es verdient, dass er Zustimmung bekommt und dass wir ihn Schritt für Schritt in Baden-Württemberg umsetzen können. Wir haben heute, schauen wir zurück auf eine super erfolgreiche Landtagswahl. Wir haben 47 grüne Abgeordnete, stellt euch das mal vor, lauter engagierte, kompetente, selbstbewusste und zielstrebige Menschen in der Grünen Landtagsfraktion. Und ich bin mir sicher, dass wir 5 Jahre lang erfolgreich grüne Politik in Stadt und Land machen werden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben hoffentlich mit dieser Wahl auch für die Bundestagswahl einen deutlichen Rückenwind gegeben. Und auch wenn man meint, die Landtagsfraktion nähert sich der Größe der Bundestagsfraktion ja langsam an. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Bundestagsfraktion, die grüne Bundestagsfraktion, genauso wächst wie wir hier in Baden-Württemberg. Und ja, es ist historisch, die Grünen als stärkste Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg. 5 Jahre lang haben wir gegen die stärkste Fraktion regiert. Nun sind wir es selbst. Also damit sind doch alle Voraussetzungen mit einem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gegeben, dass wir 5 Jahre lang Baden-Württemberg voranbringen können. Und die Adjektive, die auf diesem Koalitionsvertrag stehen, verlässlich, nachhaltig und innovativ, sie zeigen auch, wohin der Weg uns führen soll. Und ja, die Koalitionsverhandlungen, sie waren kein Spaziergang, sondern es war eher eine anstrengende Wanderung, zum Teil auf steinigen und steilen Wegen. Aber wir haben trotzdem gemeinsam ein gutes Ziel erreicht. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ausgerechnet eine Moderationspinnwand mit diesen Verhandlungen zu Ruhm gekommen ist. Ihr wisst, wir hatten eine lange Nachtsitzung. Vieles war festgefahren und da ist sozusagen meine alte Moderatoren-Schulung und Seele bei mir rausgebrochen. Und dann gemeinsam vor der Pinnwand stehen, haben wir viele Fragen dann noch lösen können. Und das finde ich natürlich besonders gut. Also, wir werden keinen Rückwärtsgang einlegen. Was hat die CDU alles zurückdrehen wollen in ihren Wahlprogrammen, in ihrem Sofortprogramm? Bildungspläne, Nationalpark, Windkraft, alles sollte zurückgedreht werden. Insbesondere auch die Gemeinschaftsschulen sollten nicht weiter wachsen können, sollten ihr pädagogisches Konzept verändern. Und ich bin heilfroh, dass unsere Verhandlerinnen und Verhandler es geschafft haben, dass es auch in Zukunft Gemeinschaftsschulen geben wird, dass es auch neue Gemeinschaftsschulen geben kann und dass es auch die Chance gibt, eine Oberstufe an Gemeinschaftsschulen einzurichten und wir damit wirklich auch Verlässlichkeit und Stabilität bei den Schulstrukturen hinbekommen. Ich glaube, das ist im Interesse unserer Kinder von einem unschätzbaren Wert. Und allein schon das, finde ich, hat die langen Verhandlungen wertvoll und auch die Mühe hat sich damit auch gelohnt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich war nicht nur in der Kernverhandlungsgruppe, sondern ich war auch in den Arbeitsgruppen Hochschule und Wissenschaft und Integration und Europa. Und
Auch in diesen beiden wichtigen Bereichen konnten wir uns gut verständigen. Wir werden auch in Zukunft auf eine innovative Hochschullandschaft für Baden-Württemberg setzen. Die verfasste Studierendschaft bleibt erhalten. Es werden keine allgemeinen Studiengebühren eingeführt. Auch das ist schwarz auf weiß festgeschrieben, obwohl es ein grüner Erfolg ist. Und wir werden auch in Sachen Exzellenzinitiative, Verbesserung der Lehre, Leuchttürme in der Forschung vieles auf den Weg bringen. Und dennoch wird natürlich die Integration der vielen Menschen, die zu uns nach Baden-Württemberg gekommen sind, eins der großen Aufgabenfelder für die nächsten 5 Jahre sein. Und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam mit den Kommunen und den vielen Ehrenamtlichen vor Ort hier einen guten Weg beschreiten werden. Wir jedenfalls wollen unseren Beitrag dazu leisten. Wir wollen den Zugang zu Sprache und zu Bildung deutlich verbessern. Wir wollen, dass Flüchtlingskinder zügig in Kitas und Schulen aufgenommen werden. Wir wollen, dass Jugendliche länger in den sogenannten FABO-Klassen verbleiben können. Wir wollen uns stark machen für einen Ausbildungspakt mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften, um geflüchtete Menschen in Praktika, in Ausbildung und in Arbeit zu bringen und auch die Rechtssicherheit dafür zu schaffen. Und in unserem Koalitionsvertrag steht drin, was wir schon lange fordern, nämlich 3+2. 3+2, 3 Jahre rechtmäßiger, sicherer Aufenthalt während der Ausbildung, 6 Monate Zeit, um sich nach der Ausbildung einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, sofern nötig, und 2 Jahre, um dann auch in diesem Beruf zu arbeiten. Und ich glaube, das ist für die Unternehmen, aber auch für die Auszubildenden ein ganz wichtiges Signal. Und dafür werden wir uns rasch einsetzen, dass das auf Bundesebene umgesetzt wird. Wir werden die Ehrenamtlichen stärken, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden die Ehrenamtlichen stärken und sie unterstützen, denn vom ehrenamtlichen Engagement in der Flüchtlingsfrage profitieren natürlich die Flüchtlinge selbst, jeder Einzelne, aber die Ehrenamtlichen, sie sind diejenigen, die für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgen. Sie sind diejenigen, die die Menschen, die zu uns gekommen sind, kennenlernen, die sie auch begleiten können und die sozusagen auch Botschafter sind für gelungene Integration in der Fläche. Und deshalb ist Ihre Arbeit von unschätzbarem Wert, liebe Freundinnen und Freunde. Und zu guter Letzt streben wir natürlich auch den Pakt mit den Kommunen an, denn vor Ort findet Integration statt. Wir werden uns mit der kommunalen Ebene zusammensetzen. Wir werden gerade beim Thema Wohnen auch gemeinsam Wege finden müssen, und das wollen wir auch, wie wir bezahlbaren, nachhaltigen und integrativen Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen, für alle Menschen, die eine Wohnung brauchen, wie wir das gemeinsam hinbekommen können. Also wir wollen in Zukunft diesen Koalitionsvertrag umsetzen. Wir wollen es wie bisher in verlässlicher und fairer Partnerschaft mit den Kommunen, mit den Gewerkschaften, mit der Wirtschaft und vielen anderen umsetzen. Dafür werbe ich um eure Unterstützung. Vielen Dank.